Die Weite und Einsamkeit der englischen Midlands. Niemand vermutet hier großes Business oder eine Rennstrecke, doch beides gibt es. Nach einiger Suche erreichen wir ein kleines Örtchen namens Toaster. Dort hat Keith Sutton sich eine adaptierte alte Kapelle gekauft und seine Firmenzentrale errichtet. Sutton ist seit 30 Jahren Fotograf in der Formel 1. Vom Einzelkämpfer hat er sich im wohl härtesten Business des Sports zum Platzhirschen hinaufgearbeitet, zum Star der Szene. Dabei war sein Einstieg in die Formel 1 ganz ein kurioser. Es war in meinem zweiten Jahr als Fotograf, da habe ich in Brands Hatch für ein südamerikanisches Magazin Fahrer aus Brasilien fotografiert. Ich wurde einem jener jungen Brasilianer vorgestellt, der mich dann fragte, hey, bist du ein Profi? Dann mach eine Bilderserie für mich, ich bezahle dich dafür. An diesem Tag hat er sein erstes Autorennen überhaupt gewonnen. Und er hieß Ayrton Senna da Silva. Ich habe all die Jahre dann für ihn gearbeitet, habe seine PR-Arbeit übernommen, Presseaussendungen geschrieben, an alle Magazine und Formel-1-Bosse versandt. Auch heute fördert Keith viele junge Nachwuchsfahrer. Auch Jenson Button war einer seiner Schützlinge. Derweil hat sich das Fotobusiness aber stark verändert. Mit einer Kamera und einer Dunkelkammer kann man heute nicht mehr am Markt bestehen. Sutton hat rechtzeitig die Zeichen der Zeit gedeutet und arbeitet heute mit computergestützten Hightech-Geräten, die sich in seiner Niederlassung mit den alten Arbeitsschritten vergangener Zeiten mischen und ergänzen. Fotografie hat sich in den Jahren sehr gewandelt. Früher haben wir alle Negative in solchen Ordnern katalogisiert und aufbewahrt. Heute sind wir dabei, alle diese Bilder zu digitalisieren. Auch die Kameras sind heute alle digital. Das ist die Zukunft dieses Geschäfts. Hier sind wir bei der digitalen Erfassung all unserer Bilder. Auf unserer Internetseite haben wir im Moment bereits 125.000 Bilder erfasst, die jedermann mit Suchbegriffen sehr leicht finden kann. Heute gibt es kaum ein Motorsportmagazin Europas, das nicht Fotos von Keith Sutton kauft und druckt. Vom Einmannbetrieb ist die Firma zu einer 20-köpfigen Mannschaft gewachsen. In einer Gegend mit dramatisch hoher Arbeitslosigkeit auch ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor. Keith Sutton hat damit mehr erreicht, als er sich erwartet hat. Bleibt noch die Frage nach offenen Zielen, Wünschen und Träumen. Ich möchte den Erfolg, den ich bis jetzt erreicht habe, halten können, den Service für meine Partner weiter verbessern und mit der Technik Schritt halten können. Auch das wird ihm noch gelingen, denn die Arbeitstage von Sutton dauern lange und Fleiß zeigt sich allein im Leitspruch seiner Firma. Wenn das Rennen fertig ist, sind wir es noch lange nicht. Eine Arbeitsauffassung, die wir mit ihm gemeinsam haben.